Kommen hier die Fotos von den Leuten? Sehr gut. Es fehlt nur der Monitor von Ihnen vorne. In der richtigen Reihenfolge. Dann mal bitte das erste Foto. Ah ja. Micky Beisenherz, der bei dieser Abstimmung Dritter wurde, ist ja eigentlich so omnipräsent, dass ich damit gerechnet hatte, dass er jetzt hier sein würde. Und zwar, obwohl er zeitgleich gerade in Hamburg eine seiner Fernsehsendungen aufzeichnet. Ich dachte, die simultane Doppelpräsenz sei quasi Voraussetzung für die Karriere, die Micky Beisenherz in den vergangenen Jahren hingelegt hat. Aber ich habe genau durchgeschaut, da habe ich mich getäuscht. Es fehlt heute die Zeit, auf all seine Aktivitäten einzugehen. Konzentrieren wir uns also auf seinen Podcast Apokalypse und Filterkaffee. Wirklich ein wunderbares Beispiel dafür, wie ein Buch, das ein ziemlicher Flop war, das sich wirklich nicht gut verkauft hat, das muss man so offen sagen, dass das aber quasi der Nukleus für einen der erfolgreichsten Podcasts der Gegenwart werden kann. Apokalypse und Filterkaffee, produziert von Studio Bummens. Der Podcast ist informativ, lustig, intelligent, unterhaltsam. Intelligent, unterhaltsam, nochmal was anderes. Und so etwas wie ein Freund, ein fast täglicher Begleiter, ohne den viele Hörerinnen und Hörer zwar noch leben könnten, aber ohne den nicht mehr viele leben möchten. Ich verstehe das sehr gut als regelmäßiger Hörer und sage herzlichen Glückwunsch an Micky Beisenherz. Mindestens so bemerkenswert ist das, was Eva Schulz in den vergangenen Jahren auf die Beine gestellt hat. Sie hat mit dem YouTube-Kanal Deutschland 3000 bewiesen, dass es intelligenten und relevanten Journalismus für jüngere Menschen, aber nicht nur für jüngere Menschen, auch in zeitgemäßen Formen geben kann. Das wussten viele gar nicht, aber es ist so und sie beweist das. Ihr gleichnamiger Podcast Deutschland 3000, eine Stunde mit Eva Schulz, hat neue Maßstäbe im Podcast-Business gesetzt. Und das liegt nicht in erster Linie an den meist interessanten Gästen, sondern wirklich an der Gastgeberin. Ich glaube, ich habe jede Folge gehört, deshalb kann ich das auch so sagen. Ein weiteres Highlight für mich als politischen Journalisten waren Eva Schulz' Interviews mit den Kanzlerkandidaten und der Kanzlerkandidatin im vergangenen Sommer vor der Bundestagswahl. Sie führte diese Interviews so frisch und wach und anders und deshalb so ergiebig, dass man sich fragen muss, warum das fast immer grottige TV-Duell, also das Eigentliche, eigentlich nicht längst bei ihr stattfindet. Herzlichen Glückwunsch jedenfalls zum zweiten Platz, Eva Schulz. Sieger in der Kategorie Unterhaltung ist Harry Weinfurt für die Wiederbelebung der Show Der Preis ist heiß. Nein, das zählt zwar auch zur Unterhaltung, aber wie weit sich die Unterhaltung inzwischen entwickelt hat, zeigt unsere Siegerin. Wir kommen zu Hanna Herbst, Chefin vom Dienst des Neo-Magazin Royal. Als Korrespondent in Amerika vor knapp 10 Jahren wurde ich automatisch Fan von John Oliver. Ein fantastischer Comedian, der nicht nur lustige Witze über Celebrities riss, sondern sich in seiner Late-Night-Show vieles von dem vorknöpfte, was schiefläuft, nicht nur in der amerikanischen Gesellschaft, sondern in den guten Folgen sogar auf der Welt. Er zeigte Zusammenhänge, klagte an, unterhaltsam, ja, aber zugleich höchst relevant und investigativ. Etwas Ähnliches, wie gesagt, das war vor knapp 10 Jahren, und das so gut, wäre in Deutschland undenkbar, dachte ich. Damals ahnte ich nicht, was das ZDF-Magazin Royal, moderiert von Jan Böhmermann, heute leistet. Ein Missstand nach dem anderen wird da Woche für Woche enthüllt. Jede Folge ist inzwischen das Ergebnis einer immensen Rechercheleistung. Erwähnt sei hier beispielhaft die Recherche zu den Target Leaks, die sehr anschaulich zeigte, wie Parteien Daten von Facebook für den Wahlkampf nutzten. Oder die Recherche zu den
Kniffen der Jugendplattform Bento, mit der ein Hamburger Magazin irgendwann mal versuchte, speziell junge Menschen für sich zu gewinnen. Ein Versuch, der nicht allzu lange nach der Ausstrahlung eingestellt wurde. Zuletzt wurden die dunklen Hintergründe von Deutschlands größtem Urlaubsanbieter, der TUI, offengelegt und die windigen Machenschaften des Sunnyboy-Influencers Finn Kliman. Die Redaktion des Satire-Magazins ist für den deutschen Investigativjournalismus inzwischen wirklich unverzichtbar geworden. Und deshalb ist auch sie unverzichtbar geworden. Jene Frau, die als Chefin vom Dienst wie keine zweite für diese Arbeit verantwortlich zeichnet. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, Hanna Herbst. Dankeschön, das war sehr schön. Genau, ich habe mich sehr daran gewöhnt, hinter den Kulissen zu schreiben in den letzten 2 Jahren. Und deswegen ist es sehr schön, wenn jemand sein Gesicht hinhält sonst. Ich mache es jetzt mal kurz für die, die weder vor der Kamera stehen, noch jetzt hier stehen, sondern die am Text arbeiten, ohne ein Gesicht zu haben. Und ich habe sie mir aufgeschrieben, obwohl ich mit niemandem mehr Zeit verbringe in den letzten 2 Jahren. Aber man weiß nie, wie das Gehirn funktioniert auf der Bühne. Und zwar ist das Annelie Naumann, Caro Worps, Chris Sommer, Christoph Schattleitner, der war federführend bei den Target Leaks, die ich auch sehr toll fand. Laurenz Schreiner, Lisa Rockenbach, Luisa W., Miguel Robitzky, Niklas Tröschel, Sebastian Hotz, Nora Nagel, Tim Wolf und Markus Hennig, der Head-Autor ist. Namen gerne merken für die Zukunft. Wer sie versucht abzuwerben, kriegt es mit mir zu tun. Ich möchte, eine kleine Sache ist mir noch ein Anliegen, weil es sind zwar ein paar freie JournalistInnen heute da oder ausgezeichnet. Ich glaube, wir haben alle Riesenhäuser oder viele von uns große Häuser im Rücken, was uns hier sein lässt. Das haben viele nicht und sehr viele Freie werden nicht fair bezahlt und nicht fair behandelt. Und ich glaube, viele von uns haben hier die Entscheidungsmacht, das zu tun. Genau. Und mir wurde gesagt, das ist fast obligatorisch. Ich sage auch danke an die Sponsoren. Wir gehen jetzt in die Sommerpause, aber sind auf Themensammlung für die Herbststaffel und da sind vielleicht ein paar dabei von. Danke.